Hallo, schön, dass du bei mir vorbeischaust. Mein Name ist Steffi von Stempelbienchen. Ja, ich habe heute kein Kreativvideo, sondern ich wollte dir die neuen Stempelkissen zeigen und ja, welche Vor- und Nachteile die ha diese haben. Und ja, Nachteile haben sie eigentlich keine. Und warum überhaupt Stampin' Up! Hingegangen ist und hat neue Stempelkissenformate gemacht. Und zwar, warum haben sie sie geändert? Weil ihre Gussformen jetzt ausgebraucht waren, die waren jetzt verschlissen. Und dann haben sie sich die Frage gestellt, ob sie nochmal genau dieselbe wie diese machen oder andere. Und sie haben entschlossen, sich für andere, die sind mehr platzsparend. Weiterer Vorteil gegenüber diesen alten ist, sie sind mehr platzsparend, also sind kleiner wie die alten. Aber das Pad innen drin ist genauso groß und du kannst sie wunderbar aufeinander stapeln. Aufeinander stapeln, einfach zack, zack, zack. Und da gibt es kein Hin- und Hergerutsche wie bei diesen. Und ja, manche sagen zwar, man kann sie nicht in den, gut in den Farbton tun, dann bei dir, wenn man zu schnell dreht, rausfliegen wird. Ich habe einen Härtetest gemacht. Die sind drin geblieben. Ich habe auch ganz schnell gedreht. Ist alles drin geblieben. Wunderbar. So. Ja, was hat sich denn noch geändert, außer das Design? Die haben, wenn sie haben ein Anti-Schaummittel mit hineingetan in den Farben. Es gab wohl das Problem, öfters, wenn man gestempelt hat, dass da Luft drin war und dann waren die Abdrücke nicht so sauber gewesen. Ich hatte persönlich das Problem nicht gehabt, aber gab es wohl. Ja, und deswegen haben sie jetzt auch ein Anti-Schaummittel mit in die Farbe gemischt. Was du jetzt aber beachten solltest, du kannst in die alten Pads kannst du die neuen Nachfüller reintun. Aber du darfst nicht die alten Nachfüller in die neuen Pads mit hineintun, weil dann sind sie, sonst versaust du sie dir. Ja, kommen wir mal zum Öffnungsmechanismus. Die alten Stempelkissen wurden so nach vorne gedreht, oder gedrückt, Entschuldigung, dann hochgezogen und dann reingeschoben. So. Die neuen Kissen werden einfach nach oben geklappt und reingeschoben dann. Gehen jetzt zwar noch schwieriger, aber desto öfter man das macht, desto besser funktioniert das. So, was fällt dir direkt noch auf, wenn man die zwei so nebeneinander hält? Also das Kissen, wie man sieht, ist gleich groß. Man hat jetzt hier noch einen Aufkleber zusätzlich. Da sieht man, wenn man jetzt zum Beispiel die zwei Farben nebeneinander liegt und man stempelt, dann würde man jetzt sehen, aha, hier ist blau und da ist lila Ton. Und so verwechselt man nicht. Oft ist das mir passiert, dann hatte ich die offenen Stempel da liegen, dann bin ich da rein und da rein, dann hast du ganz schnell das Stempelkissen versaut. So. Ja, das war jetzt. Also eigentlich mal, also zwei Vorteile, beziehungsweise drei Vorteile haben die neuen Kissen. Du kannst sie aufeinander stapeln, sie sind mehr platzsparend und vor allem ist ein Anti-Schaummittel mit in der Farbe drin, damit du keine Pläschen hast beim Abstempeln. So, das sind mal die drei Vorteile gegenüber diesen. So. Das, das, das. So, jetzt habe ich hier die vier schon aufgebaut und das, so kommt das bei dir ganz neu an. Das wollte ich jetzt noch mit dir machen, aufbauen, damit du siehst, wie das funktioniert. Die kommen alle in einer Schussfolie. Also du darfst dich jetzt hier nicht wundern. Ich habe eben voll in die blaue Farbe reingetachelt, als ich das aufgebaut habe oder beziehungsweise auseinander. Ich es ausprobiert haben, sagen wir so. So, dann hast du hier die Folie, die machst du ab. Dann
kannst du das schon mal öffnen. Schauen, ob alles in Ordnung ist. Boah, die gehen wirklich schwierig. Und dadurch habe ich mir meine Finger da versaut. Also das erste Mal ist es unheimlich schwierig. So, jetzt kommen die bei dir so an. Dann die sind hier so ein Aufkleber drauf mit verschiedenen Sprachen. Und hier unten ist das deutsche einmal. Da klappe ich mir immer hier die Folie auf, drücke mir das deutsche Wort raus, nehme mir das und dann klebe ich das hier, ist ja die Front, dann klebe ich mir das hier unten an dem Fuß, also unter der Einmündung von der Lasche, klebe das hier so drauf. Dann sieht man schon mal, direkt, welche Farbe man hat. So, welche Farbe das ist. Dann hat jetzt neu, Stampin' Up, noch ein Streifen in der Farbe gemacht, ohne Beschriftung. Man kann jetzt auch das theoretisch ganz abmachen. Ich lasse das in der Regelfall immer drauf, wie außer jetzt mache ich das ab. Weil das sich jetzt verklebt hat. Bei den anderen habe ich das alle drauf gelassen. Musst du aber nicht, kannst du abmachen. Passiert auch nichts. So, dann öffnest du das Kissen. Und dieser Streifen kommt jetzt hier unten rein. So. Damit du auch beim Arbeiten dann siehst, welche Farbe du hast. So. Nur dann passiert dann auch ganz gerne, dass du in die Farbe greifst und dann sehen deine Finger ebenso aus. Aber das nur in dem Moment, wenn du die Aufkleber machst. Aber wahrscheinlich, wenn du besser aufpasst wie ich, passiert das nicht. Es liegt hier auch noch ein Fussel drin. Ich fasse es nicht. So, weg damit. So, und dann klappst du das wieder so. Und das war's dann. Naja, gut, jetzt haben wir das. Einmal die Öffnung, die Vorteile vom neuen Stempelkissen. Dass du darauf achten sollst, dass du nicht die alten Nachfüllern in die neuen Stempelkissen tust, sondern du kannst zwar die neuen Nachfüller hier rein tun, das habe ich auch erwähnt. Und dann wollte ich dir ganz kurz die neuen Farben, also die In-Color-Farben zeigen. Ich habe die hier mal abgestempelt, bis auf Kussrot. Und nehme das noch schnell nach. So. So. Jetzt siehst du schon mal die neuen Farben. Oh, das hier geht schwierig. Ich weiß auch nicht, was da ist. So. Ja, dann ging es etwas leichter. So. Jetzt zeige ich dir mal ganz kurz. Du musst zwar darauf achten, die Farben sehen in der Kamera wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Hier haben wir Ananas, Kleegrün, Grapefruit, Blaubeere und Kussrot. Ich muss dir ehrlich sagen, im ersten Moment, wo ich die Farben gesehen habe, ich habe gedacht, ich würde in das Mäppchen von meiner Tochter reinschauen. Aber wenn ich die jetzt so abgestempelt abdrücke sehe, sehen die gar nicht mal so schlecht aus. Gefallen die mir auch richtig gut. Man muss die nur richtig kombinieren. Da kommen die, glaube ich, ganz gut zur Geltung. Naja, okay, das war's einmal von mir. Ich wollte nur mal kurz die neuen Stempelkästen dir vorstellen. Und dann sage ich einen schönen Tag dir noch, eine schöne Woche noch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!